Lampukistan Gaming ist hier mit einem neuen Video, heute zum Thema Star Wars Fallen Order. Am Montag war ja der sogenannte Star Wars Day, May the 4th, ne? Und dazu gibt es ein neues Update für dieses Spiel, The Fallen Order. Und zwar, Nummer 1, ihr könnt eine neue Reise Plus starten, quasi so ein NG Plus wie bei den Dark Souls Spielen, mit etwas verschärftem Schwierigkeitsgrad. Und ihr behaltet quasi alles, was ihr schon erspielt habt, könnt aber einfach noch weiter leveln sozusagen und die ganze Kampagne nochmal durchspielen. Dazu gibt es noch eine richtig coole Neuerung und zwar sogenannte Arenen. Dazu werde ich mal einfach kurz meinen Spielstand laden und dann sehen wir uns im Spiel. Okay, da sind wir zurück. Die Ladezeiten sind doch recht lang, deshalb habe ich euch das mal erspart. So, ihr braucht einfach nur einen Meditationspunkt. Ich bin jetzt hier auf diesem Planeten, gehe einfach mal in mein Raumschiff rein und nutze einfach diesen Meditationsspot. Nein, hat ja halt deine Klappe, Junge. So. Braucht ihr diesen Meditieren-Spot, ne? Da könnt ihr ja Lebenspunkte regenerieren, könnt eure Skillpunkte setzen. Und da seht ihr jetzt oben ist hier ein Meditationstraining. Wenn ihr das anwählt, dann habt ihr zwei neue Spielmodi. Das ist die Kampfherausforderung und das ist das Kampfraster. Wir machen mal die Kampfherausforderung. Starten wir mal direkt und schauen mal, was passiert. So, ein Glück kann man Videos schneiden. Hier sind die Kampfherausforderungen. Kashyyyk, Grab von Aelram. Das sind verschiedene Gebiete von den Leveln. Wehre die tückischen Waldbewohner und das Imperium ab. Hier steht dann, stelle dich den Elite-Auslöschungstrupplern des Imperiums. Das sind verschiedene, quasi in Wellen auftretende Gegner, die auf euch zustürmen. Ihr müsst alle besiegen und könnt dann bis zu 3 Sterne, könnt ihr dann, oh, das sieht ja geil aus hier, könnt ihr dann verdienen, ne? 1, 2 und 3 pro Level. 1 ist, glaube ich, einfach nur schaffen, wenn ich das richtig verstanden habe. 2 müsste sein, ohne sich zu heilen. Und der dritte ist einfach, ohne gänzlich Schaden genommen zu haben. Das ist eine richtige Herausforderung. Wenn ihr 12 Sterne innerhalb dieser Herausforderungen abgeschlossen habt, dann schaltet ihr einen neuen Skin für den euren Roboter frei, da für den BD-1. Und ich würde sagen, wir gucken uns doch mal direkt bei Kashyyyk das erste Ding an. Ja, fast. Wir haben sie rausgeschnitten. Los geht's. Welle 1 von 5. Da sind die Gegner. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. Muss erstmal wieder reinkommen. Ah, schlagen war mit Pierre, genau. Okay. Schauen wir mal diese Würmertypen hier an. Ja, da haben wir schon den ersten Schaden genommen. Aber das ist erstmal egal. Ausweichen war Kreis. Okay. Wir konnten doch auch unser Lichtschwert zu so einem Monster-Ding machen. Genau das hier. Dieser L1-4-Move, der war richtig geil. Oh, wütender Modus. Welle 2. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Oh, ein paar Stormtrooper am Start. Oh, das sind die Flammenwerfer-Typen. Shit, 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 shit. Oh, oh. Den holen wir uns mal hier ran um einen Meter. Come on. Diese verkackten Fliegen. Okay, come on. So machen wir das mit den Typen hier. Generieren ein bisschen Macht. Holen uns den Typen ran und besiegen den so. Komm her. Okay, das war Welle 2. Jetzt kommt Welle 3. Oh, diese dicken, ja, diese fetten Käfer, ey. Die sehen aus wie diese Panzer aus. Aus dem einen Command & Conquer Teil. Aber ran hier jetzt. Oh fuck, mit dem Spinnennetz gefangen. Shit, was ist jetzt los? Oh nee, stirb! Oh, oh, oh. Nein, 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 bevor die Attack kommt. Zack, okay, Nummer 1 ist tot. Oh, wir haben keine Macht. Ah, hier ist noch so ein Typ. Was ist das denn für einer? Wer bist du denn? Oh, ein Counter-Move. Sehr schön. Wer bist du? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Roter Kili. Never seen you before? Egal, dann wirst du sterben. Ah. Roter Kili, der sagt mir jetzt mal gar nichts. Auch nicht aus der Story. Oh komm, jetzt lebt dieser Wurm hier mit einer Energie noch. So, wir haben den Typen jetzt mal verlangsamt.
ausgewichen. Komm on. Komm her, Dickwanz. Oh, come on. Immer viel so ein Mühe. Können doch auch unser Schwert, konnten wir doch auch irgendwie schmeißen. Wie war das denn nochmal? Come on, ey. So. Komm mal jetzt hierher. Junge, Junge. So, Welle 4. Klingenmeister. Wir haben noch eine Trophäe verdient. Oh, das ist... Oh, die sind auch noch richtig nervig hier. Das war auch ein mächtiger Move, genau. Hier müssen wir erstmal seinen Stamina-Balken wegballern. Dann ist der eigentlich relativ... Diese fliegenden Typen. Boah, ich muss mich jetzt, glaube ich, gleich mal heilen. Sonst sieht es richtig böse aus. Weiß gar nicht, wie man sich heilt, ne? Nach oben, Steuerkreuz nach oben, glaube ich. Genau. Machen wir einfach mal... Oh, eine weiße Spinne. Was ist das denn? Jesus. Ah! Mega-Angriff. Oh, ja, hier. Zum Glück kann man den Move relativ häufig einsetzen. Dann ist hier das Albino-Ding mal down. Oh, shit. Okay. Wir können nur diese kleinen Larven hier... Ja, die machen wir mal so down. Okay. Jetzt lebt nur noch ihr zwei. Und dein Buddy ist noch übrig. Komm her. Okay, das sollte es gewesen sein. Herausforderung abgeschlossen. Alle Gegner besiegen. Mitte ist keine Heilung und rechts ist kein Schaden erleiden. Boah, das ist richtig schwierig, ne? Wiederholen Kampfherausforderungen. Wir gehen nochmal hier zurück. Genau, jetzt sehen wir das hier. Jetzt brauche ich nur noch 11 für die Freischaltung des BD1-Skin. Und ich gehe jetzt nochmal zurück und dann schauen wir uns noch das Raster an. Das ist auch ein richtig geiles Feature. Ah, geht ohne Ladezeit. Prima. So, Kampfraster. Gehen wir nochmal rein. Hier könnt ihr euch eure eigenen Arenen bauen mit Gegnern, die denn so ankommen. So, was wollen wir denn für ein Level haben? Meditationsarena, Bogano, Gewölbe, Bracca, Schrottplatz. Das sieht man nur am Anfang ein bisschen. Den starten wir mal direkt und gefolgt von einer Ladezeit. Das ist unfassbar. Wahnsinn, wie viele Ladezeiten hier in diesem neuen Update dabei sind. So, Größe. Was können wir hier denn einstellen? Klein, mittel, groß. Ändert sich einfach nur das Raster. Alright. Oh, wir können hier noch... Ah, pass auf, wir machen erstmal das hier. Jetzt könnt ihr hier verschiedene Gegner setzen. Jeden erdenklichen im Spiel könnt ihr hier platzieren. Hier ist der Weiße. Das ist ein Albino... Man kann den Namen leider nicht ganz lesen, weil diese Lebenspunkte-Balken hat sich da rein verbuggt. Albino wie Schock. So, ihr könnt hier jetzt auf jeden Fall eure Gegner setzen. Wir platzieren hier einfach mal hier diese dicken Klingen-Heinis hier. Von dem platzieren wir mal 4 Stück hier rein. Ihr seht das, einer kostet 20 Punkte, ihr habt 100 Punkte. Dass hier nicht zu viele Typen auf einmal stehen, ist das ein bisschen begrenzt. Den hier packen wir noch rein, so ein fettes Tier. Alrighto, so, dann können wir... Was können wir hier oben noch machen? Moment, nein. Ich würde gerne hier oben weitergehen. Mods können wir machen. Unbegrenzt Fokus, unbegrenzt Gesundheit, unbegrenzt Blocken. Alle Gegner feindselig, dann fighten die sich gegeneinander. Das ist auch ganz spannend. Keine Gruppierungen, Zuschauermodus. Wir machen mal den Zuschauermodus, der klingt relativ interessant. Training beginnen, den packen wir mal rein. Und machen wir mal Viereck. Alrighto, direkt geht's los. Wir sind nur der Zuschauer und können denen jetzt hier zugucken, wie die sich gegenseitig... Wie die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Das ist richtig witzig. Gucken wir mal, ob die vier Typen den... Oh, oh, oh. Den Fetten hier platt kriegen. Die sind eigentlich relativ mächtig, ne? Mit ihren lilanen Laser... Stromschwertchen da in der Hand. Können relativ nervig werden. Aber der kann halt auch nur springen, ne? Wenn der seinen Rage-Mode hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er dann macht, wenn der so rot wird. Die Kommentare sind echt das Beste. Wir können halt auf jeden Fall nichts tun. Ich kann hier sehen, dass wir haben kein Lichtschwert, gar nichts. Wir müssen einfach nur zugucken, wie lange die Typen da brauchen, bis sie diese Kreatur besiegt haben. Oder andersrum. Wir haben leider keine Lebenspunkte behalten. Das fehlt.
Okay, ich würde sagen, wir haben genug gesehen. Wir verlassen dieses Layout bearbeiten, zurück zum Spiel, wiederholen. Layout bearbeiten, hier gehen wir zurück. Okay, das sind die neuen Funktionen mit diesem Gratis-Patch. Das ist einfach nur ein Update, das müsst ihr einfach nur runterladen zu eurem Spiel und dann könnt ihr das verwenden. Ich habe euch gezeigt, wie das geht. Geht einfach in ein Spiel oder fangt ein neues Spiel an, geht zu einem Meditationspunkt und ihr könnt mit Dreieck all das hier auswählen und könnt ein bisschen rumspielen oder könnt sogar ein New Game Plus anfangen. Das reizt vielleicht manche auch nochmal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao und bloß kein Stress.